Wir sind jetzt verbunden mit Elmar Thewissen, dem stellvertretenden Chefredakteur des Zweiten Deutschen Fernsehens. Guten Tag, Herr Thewissen. Grüße, Herr Weckenburg, hallo. Jetzt mag man sich vielleicht erstmal wundern, warum wir beiden verbunden sind, der Lokalredakteur aus Selm und der stellvertretende Chef da in Mainz auf dem Lerchenberg. Das hat einen Grund, und zwar ist der Grund ein Mensch aus Selm, der jetzt fürs ZDF arbeitet, und da haben Sie sicherlich auch mit zu tun. Und zwar geht es um Aschwin Rahman. Genau. Wir sind jetzt gerade so in einer Zeit, wenn man die Fußballersprache bemühen möchte. Das passt ganz gut, weil gerade die Transferperiode ausläuft. Sie haben irgendwie zugeschlagen auf dem Transfermarkt und Herrn Rahman fürs ZDF verpflichtet. Oder ist das ein hinkender Vergleich? Nein, das passt schon ganz gut, denn er ist ja ein gefragter Mann, weil er einfach gute Sachen macht. Ich kenne Aschwin eigentlich schon eine ganze Reihe von Jahren und wir haben auch in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet. Einmal sogar extrem erfolgreich. Er hat ja mit der Somalia-Dokumentation, die er für das ZDF gemacht hat, damals den Deutschen Fernsehpreis gewonnen. Das auch zu Recht. Und er hat damit, aber auch mit vielen anderen Dingen, die er auch für die ARD gemacht hat, immer bewiesen, dass er einfach einer ist, der an Sachen rankommt, an Menschen rankommt, die für andere vielleicht so nicht zugänglich sind. Und das ist der große Wert von Aschwin Rahman. Und deswegen macht es Spaß, mit ihm zusammenzuarbeiten. Wie kam es denn jetzt konkret dazu? Also er hat ja zuletzt einen Film für einen anderen Mainzer Sender, den Südwestrundfunk, gemacht. Wie kam es da jetzt zum Kontakt eigentlich? Ja, wir sind eigentlich über die Jahre immer in Kontakt geblieben. Er ist auch nach der Somalia-Doku damals hin und wieder mal hier gewesen, hat verschiedene Projekte vorgestellt, hat, muss man natürlich sagen, auch sehr viel mit der ARD zusammen gemacht, was ja sehr gut ist, weil die ARD, ich sage jetzt mal, an mancher Stelle noch die etwas größeren Töpfe zur Verfügung hat, um auch solche Projekte zu finanzieren und zu machen. Und er kam immer mal wieder auch mit der Idee zu sagen, komm, ich will jetzt noch mal einen großen Film für euch und auch mit dir zusammen machen. Und das war eben das Projekt, was er jetzt umgesetzt hat, in eine Gegend zu fahren, die uns alle momentan massivst beschäftigt, weil sie ja mit im Grunde genommen massive politische Veränderungen auch quer durch Europa verursacht. Und das ist eben die Kriegsregion Irak und Syrien. Und so haben wir uns dann zusammengefunden nach seinem SWR-Projekt und haben gesagt, ja, es gibt bestimmt ein paar Dinge, die er da schon gesendet hat, aber wir wollen noch mal schauen, ob wir nicht andere Aspekte, spannende Aspekte, tiefere Einblicke noch bekommen. Und dann ist er losgezogen für uns. Sie sind ja nicht nur stellvertretender Chefredakteur, sondern bezeichnen sicherlich diesen Terrorismus und die arabische Welt sicherlich als eines Ihrer Themenschwerpunkte. Wenn ich was Falsches sage, korrigieren Sie mich gerne. Man sieht Sie häufig auch in Heute-Sendungen oder im Heute-Journal als Experte sprechen. Wie würden Sie denn die Arbeit da von einem Reporter wie Aschwin Rahman es ist, einschätzen? Also ist der da richtig in großer Gefahr, wenn er da in einem Krisengebiet ist? Also eins muss man gleich vorweg schicken. Im Vergleich zu Aschwin bin ich eher der Schönwetterjournalist. Also ich bin in richtigen Kriegen und Konfliktgebieten eigentlich fast nie gewesen. Ich war in Afghanistan und Pakistan im Jahr 2011. Da habe ich, sagen wir mal, so eine Dosis von diesem Risiko auch mitbekommen. Aber wir sind angewiesen auf hervorragende Journalisten wie Aschwin und andere. Marcel Mettel-Siefen wäre ein anderes Beispiel, der ja für uns die Kinder von Aleppo gemacht hat. Das sind einfach Kollegen, die relativ furchtlos, aber wohl überlegt, auch aus viel Erfahrung heraus, sich in diese Krisengebiete wagen, von denen wir auch wissen, das sind keine, die jetzt auf Ruhm und Ehre aus sind und die schnelle große Schlagzeile suchen, sondern die sehr, sehr genau planen und überlegen. Was machen Sie? Wo gehen Sie hin? Die Risiken abschätzen, mit denen man auch durchgehend kommunizieren kann. Das ist bei solchen Reisen auch wichtig, dass man in Kontakt bleibt und weiß, wo der Reporter sich jeweils aufhält, weil es eben, ich kann schwer sagen, gefährlicher geworden ist als früher. Das kann ich so nicht vergleichen. Also Uli Tilkner oder andere, die früher in Krisengebieten unterwegs waren, die haben sicherlich Ähnliches erlebt. Aber ich glaube, dass der Impetus, den es jetzt gibt, nämlich von in diesem Fall Islamisten, Terroristen aus dem islamischen Extremismus, die sind bereit, den Reporter als Propagandamittel einzusetzen. Nicht indem sie ihn irgendwas berichten lassen, sondern indem sie ihn tatsächlich als Geisel nehmen, möglicherweise töten, Erpressungsversuche unternehmen,
seit Daniel Pearl in Afghanistan vor einigen Jahren schweben, glaube ich, einfach Krisenberichterstatter, Kriegsberichterstatter in noch viel höherer Gefahr. Und können Sie dann als, ich sag mal, Einsatzleiter, natürlich Ashwin Rahman ist Freelancer, ist also auf Honorarbasis ja nur beschäftigt, aber können Sie das dann verantworten, mit so jemandem so ein Projekt vor Ort zu machen? Ja, es ist natürlich auch eine ethische Frage. Wir haben da lange darüber diskutiert. Wir haben ganz spezielle Rahmenbedingungen und Richtlinien für unsere festangestellten Mitarbeiter. Und dann kann man jetzt hingehen und sagen, naja, dann nehmen wir halt Freie, die was anbieten und dann müssen wir uns nicht so viele Gedanken machen. Und wenn sie halt in eine schwierige Situation kommen, fühlen wir uns nicht so richtig verantwortlich oder kaufen nur hinterher das Material. Und da sind wir im ZDF zu dem Schluss gekommen, nein, das geht nicht. Also wir können nicht den einen Maßstab an unsere eigenen Mitarbeiter anlegen und einen anderen an freie Mitarbeiter. Das heißt, wer für uns einen Auftrag bekommt, der bekommt auch den entsprechenden Versicherungsschutz. Der wird begleitet und betreut, der wird auch ausgestattet, je nachdem, in welche Krisenregion er geht. Also es ist eine sehr enge, intensive Zusammenarbeit, die wirklich absolut vergleichbar ist und 1:1 vergleichbar ist mit dem, was wir mit unseren festangestellten Mitarbeitern machen. Jetzt ist die Recherchetour ja abgeschlossen. Die war so, glaube ich, im Mai, Juni in dem Zeitraum. Vielleicht erzählen Sie einfach mal, wie war denn da der Kontakt dann zu Ashwin konkret? Also haben Sie häufiger telefoniert oder wie stelle ich mir das jetzt praktisch vor? Ja, es ist so, dass wir über manche Details nicht groß reden, weil natürlich auch, wenn die in solchen Regionen unterwegs sind, möglicherweise, wenn wir zu viel von Kommunikation oder Bewegungsdetails, die man vereinbart, miteinander bereden oder öffentlich machen, dass das auch Nachteile für den Reporter haben kann. Grundsätzlich gilt, und das war auch bei Ashwin so, dass ich wissen wollte, genau, wo steckt er denn eigentlich? Wohin bewegt er sich? Also welche Strecken nimmt er? Das war jetzt nicht so, dass wir jeden Tag miteinander kommuniziert haben, aber dass ich schon wusste, wo er sich aufhält, was er vorhat, mit wem er spricht und so weiter. Und das ist mit anderen Reportern ganz genauso. Also wir wollen intensiv miteinander auch besprechen, ist das jetzt etwas, das Risiko kann man abschätzen und deswegen auch eingehen, oder ist das etwas, da lassen wir lieber die Finger davon. Und das ist ja ein Gemisch aus dem, was der Reporter vor Ort erzählt, was er für eine Einschätzung hat, mit welchen Leuten er da kommuniziert, wie verlässlich da die Quellen sind. Und dem, was wir möglicherweise in der Zentrale aus anderen Quellen wissen, wir arbeiten mit Sicherheitsfirmen zusammen, wir schauen genau, was internationale Institutionen über eine bestimmte Region an Informationen haben. Und aus diesem Gemisch heraus wird dann eine Entscheidung gefällt. In diesem Fall zum Beispiel, geht Ashwin über die Grenze nach Syrien oder geht er nicht? Er ist gegangen in Absprache mit mir. Aber wir haben natürlich versucht, das Risiko dabei möglichst gering zu halten. Jetzt müssen wir einmal konkret über das Projekt vielleicht sprechen. Sie haben das jetzt schon mehrfach angerissen. Wir wissen gar nicht so ganz genau, wo er war. Ich kann das auch nachvollziehen, dass Sie das jetzt im Nachgang kann man es vielleicht machen, aber natürlich auch nicht alles verraten. Aber was ist denn Bestandteil dieses Films? Worum geht es jetzt konkret? Also wir nennen das Ganze an vorderster Front, der Krieg gegen den IS. Das heißt, er war tatsächlich an vorderster Front. Es gibt im Irak eine Frontlinie, die sich zieht quer durch den Norden des Landes. Mosul liegt eben auf IS-Territorium und ein paar Dutzend Kilometer von Mosul entfernt stehen eben tatsächlich kurdische Kämpfer, die Peschmerga, teilweise auch die irakische Armee. Und dort an dieser Frontlinie ist er gewesen. Er hat verschiedene Frontstellungen besucht, ist an einer Stelle auch selber unter Beschuss gekommen, hat auch dokumentieren können, wie es da sonst so zugeht, aber eben nicht nur die kämpferischen Auseinandersetzungen, sondern eben auch das Alltagsleben. Wie sieht es an der Front aus? Und das hat auch manchmal etwas surreale Züge, dass man einmal am Tag mindestens die Gewehre lädt und einfach mal losballert, um auch zu signalisieren dem Feind, der gegenüberliegt, vielleicht nur 30 Meter entfernt, wir sind noch da. Es lohnt sich für euch nicht, jetzt hier anzugreifen, uns zu überrennen. Wir halten dagegen. Das gehört auch dazu. Er hat Menschen dort kennengelernt, wie einen irakischen Geheimdienst oder kurdischen Geheimdienstoffizier, muss man besser sagen, der aus Deutschland kommt, der Deutsch spricht, der so ein bisschen der Ansprechpartner für ihn da war, der ihn begleitet hat. Er hat Menschen getroffen, die vor wenigen Monaten auch verwickelt waren in Gefechte, und er kann, nicht weil er selber dabei war, aber weil er das Video von einem dieser Augenzeugen bekommen hat, 11 Minuten Video,
dokumentieren den Angriff auf eine kleine Stadt, einen Ort namens Teleskov, wo vor einigen Monaten amerikanische Special Forces, Navy SEALs, darunter auch Delta Forces, in ein Gefecht verwickelt worden sind mit dem IS. Dabei ist ein Navy SEAL getötet worden. Der Fall wurde bekannt. Das war im Grunde genommen der erste Nachweis, dass amerikanische Special Forces eben nicht nur als Berater dabei sind. Und er kann es auch als Bildbeweis eben liefern, weil er dieses Video bekommen hat. Man sieht amerikanische Special Forces im Gefecht mit dem IS. Außerdem hat er dort vor Ort auch sehr spannende Dinge erfahren über die Taktiken, die der IS anwendet. Ein Beispiel: einer der Kommandeure dort, ein Verwandter des kurdischen Präsidenten Barzani, zeigt ihm, dass der IS beispielsweise Kleidungsstücke herstellt. Die sehen so aus wie Schlafsäcke, die man aber regelrecht anziehen kann. Und da ist ein Material eingenäht, das Wärme abschirmt. Und das dient dazu, Kameras, Wärmebildkameras, daran zu hindern, jemanden zu entdecken, wenn er sich unter diesem Anzug gewissermaßen versteckt. Auf diese Weise robben sich Selbstmordattentäter des IS an die Frontlinien heran, warten, bis jemand kommt und sprengen sich dann in die Luft. Das habe ich zum Beispiel noch nirgendwo gesehen, diese komischen Anzüge, dieses Material. Aschwin kann es dokumentieren in der Dokumentation. Also es gibt uns einen Einblick über einerseits das Leben an der Front und die Herausforderungen im Kampf gegen den IS, andererseits auch ein Stück weit Alltag in Erbil beispielsweise. Also es ist ein sehr spannender Einblick in das, was gerade im Irak sich abspielt. Was hat das für eine Funktion? Also sehen Sie das so, dass das tatsächlich die urjournalistische Aufgabe ist, dort zu berichten, gerade da, wo es vielleicht sonst kaum unabhängige Berichte gibt? Oder was versprechen Sie sich so fürs ZDF davon? Weil so richtig Quote kann man ja oft, also richtig Quote kann man ja oft nicht machen. Ja, muss man klar sagen, dass manchmal auch die Menschen einen Slalom um solche Dokumentationen herum machen, weil es natürlich beängstigend ist, weil es einen belasten kann. Andererseits ist es auch sehr, sehr wichtig, diesen Blickwinkel zu zeigen und nicht nur angewiesen zu sein, wie wir das häufig sind, auf Bilder, die Aktivisten gemacht haben, die aus Aleppo beispielsweise berichten. Gestern Abend hatten wir im Heute-Journal einen Beitrag, der war ganz klar von Kameraleuten gemacht, die eben der Opposition nahestehen, also selber eher Aktivisten als Journalisten sind. Wir brauchen also die unabhängigen Berichterstatter, die zeigen, wie die Lage vor Ort ist. Und dazu kommt dann eben auch die Analyse. Diese Diskussion ist ja auch so alt, wie es eigentlich Geschichtsschreibung gibt. Zwischen Herodot und Thukydides kann man sich entscheiden, ist das Richtige, wenn man einfach nur abbildet, was ist, oder ist das Richtige, dass man auch versucht zu erklären, was es bedeutet. Wir entscheiden uns für beides. Also wir brauchen Berichterstatter, die vor Ort sind, die zeigen, wie es ist. Wir brauchen dann aber eben auch Analytiker, Experten, die das einordnen, weil nur so sich verstehen lässt, was in der Welt an politischen Dingen vor sich geht und für den Zuschauer auch eine informiertere Entscheidung dann zu fällen ist, wie er sich dieser oder jener Politik gegenüber verhält. Wie sehr freuen Sie sich jetzt in Anführungsstrichen freuen auf den Beitrag und wann wird er ungefähr für die Öffentlichkeit mal zu sehen sein? Ja, also wir freuen uns erstens sehr, dass wir ihn hoffentlich bald im Programm haben. Wir haben den 12. Oktober anvisiert. Man muss klar sagen, dass die Erstausstrahlung nach 0 Uhr vorgesehen ist. Das machen wir häufig bei Produktionen, wo wir erstmal einkaufen, schauen, was dabei rauskommt. Und dann entscheiden, können wir es auch noch woanders senden. Und wenn wir jetzt sehen, dass in den nächsten Wochen beispielsweise tatsächlich der Vormarsch auf Mosul losgeht, dass man versucht, die Stadt zurückzuerobern, ist es sehr gut möglich, dass wir die Dokumentation an einem besseren Sendeplatz, auch früher am Abend platzieren. Wenn sie erst ausgestrahlt ist, wird sie mit Sicherheit durch alle unsere Digitalkanäle laufen, zu allen möglichen Sendezeiten, auch 20.15 Uhr. Wir werden sie im Internet abrufbar machen und wir haben auch fest vereinbart, dass wir das Aschwin mit mir gemeinsam Beiträge auskoppelt, die wir im Heute-Journal, im Auslandsjournal, in der Heute und auch im Mittagsmagazin senden, sodass wir mit einzelnen Elementen der Geschichte möglichst viele Zuschauer erreichen. Sagen Sie zum Abschluss noch mal einen Einsatz, wie würden Sie so den Menschen Aschwin Rahman charakterisieren? Speziell ist er ja auf jeden Fall.
Aschwin ist speziell, absolut. Ja, wir haben so manchen Strauß gefochten, aber uns auch immer gut wieder vertragen. Er ist einer von denen, die, ja, man bezeichnet sie vielleicht manchmal als Wühler, die einfach hingehen, gucken, die mit Menschen reden, an Dinge herankommen, sowohl Informationen als auch an Bilder, an die andere vielleicht nicht herankommen. Das tun sie unter Einsatz ihres Lebens, ganz klar. Das war in Somalia damals auch so. Haben manchmal auch, und der Aschwin weiß, dass wir darüber auch hin und wieder diskutiert haben, aus völlig verständlichen Gründen wenig Verständnis für die Bürokratie oder Verwaltungsdinge, die dahinter stecken. Beim ZDF beispielsweise, warum muss man da noch ein Papierchen ausfüllen, während man doch gleichzeitig mit so existenziellen Dingen zu tun hat wie Leben und Tod in einer Krisenregion? Aber es sind genau die, die wir brauchen, die diesen Mut haben, die bereit sind, einerseits in die Region zu gehen, andererseits sich auch in die Zusammenarbeit begeben, damit eben wir besser informieren können. Und Aschwin ist, wie ich finde, ein großartiger, knorriger, aber auch ein richtig prima Kamerad, mit dem man gut zusammenarbeiten kann. Also eine prima Verpflichtung fürs defensive Mittelfeld des zweiten deutschen Fernsehens. Absolut. Herr Thewissen, haben Sie ganz lieben Dank für Ihre Zeit. Wir freuen uns auf die erste Ausstrahlung des Films und sagen schöne Grüße nach Mainz. Danke, schöne Grüße zurück. Tschüss, Herr Beckenbrock. Tschüss.